So, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4. Immer noch mit der doofen Zippe. Namens Ashley. Und ich bin immer noch nicht mehr alleine. Ich habe die Bloody Cat immer noch neben mir. Miau! Ich bin wieder dabei. Das ist prima. So, letztes Mal haben wir ein paar Kasperköpfe erschossen. Die Ashley wieder dabei. Immer noch. Die Ornamente gesammelt, die Tür geöffnet und jetzt mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Frische Luft. Ja, frische Luft. Mit 2D-Bäumen. Und noch eine Gondelfahrt. 2D-Hintergrund, würde ich ja sagen. Eine Gondelfahrt, die ist lustig. Eine Gondelfahrt, die ist schön. So was will ich auch gern haben. Was? Vom Bett zum Kühlschrank und wieder zurück, oder was? Mit einem Boxenstopp auf dem Klo. So. Was haben wir hier? Eine Blend. Bilder. Ganz viele Bilder. Ganz viele Bilder. Sonst nix. Was ist denn hier drin? Ah, blaues Licht. Das sagt immer Händler in der Nähe. Das aber steht da nur darum, deswegen, ne? Könnte man schon vermuten, wenn man ach, das blaues Licht sieht, dass, ne? Oh, Louis. Er ist uns jetzt beim letzten Mal abgekratzt. Aber sagen wir einfach, er hatte ein paar Brustschmerzen. Stechen in der Brust. Kriegt man im Alter manchmal. Und jetzt hat er einen Pfeil in den Kopf. Ja, soll vorkommen. Ob man es reingesteckt oder reingeworfen hat. So, ich will nicht sehen, was du unter dem Mantel hast. Alter, hat er dir gerade einen Nackenkuss gegeben? Sah so aus, zumindest. What are you selling? Beiß dich fest, der Junge. So, verkaufen wir mal ein paar ein gutes Deo. Den Anhänger. Die Maske behalte ich noch, den behalte ich noch. Also, den kriegst du noch. Die Spinelle kriegst du noch. Kräuter und alles bleibt mir. What are you buying? Blacktail. Naja, Punisher. Pistole, die Punisher, ne. Blacktail. Ah, du wolltest die Broken Butterfly, die mir. Nee, die verkaufe ich hinterher erst. Achso. Die verkaufe ich ja später. Ist noch ein bisschen Zeit. Okay. Thank you. So, die Pistole haben wir mal wieder ein bisschen aufgemotzt. Ja. TMP, aber da geht ja noch was. Thank you. Die ist voll. Not enough cash. Ach, nicht genug Kohle. Ach, schnell noch was zu tun und dann. Ja, so mehr kannst du für mich nicht tun. So, wo geht's jetzt hier weiter? Da ist dicht. Da gibt's nichts. Gehen wir gut durch die glänzende goldene Tür. Ach. Schieberätsel? Schieberätsel. Klassisch Resident Evil. Schieberätsel. Na, stehst mal nicht akkurat drauf. So. Ich bin penibel. Weißt du hier, wo was drauf muss? Ach, ich muss nur alle Plattformen besetzen. Ach so, ah, okay. Das gab es schon mal in Resident Evil 2, gab es sowas schon mal, aber. Ich dachte nur, du gehst noch eben Muster oder sonst was vor. Nö. Hätte ja sein können. Und für die Leute, die nur auf Geballer stehen, ja, ich zocke auch Resident Evil Operation Raccoon City. Ey. Da wird in der Regel nur geballert. Ashley, du Zippe, du bleibst da stehen. Ich stelle mich hier hin und sehe hier da, es öffnet sich eine Tür. Ohohohoho. Und wen sehen wir wieder? Pissenecke. Luis! Ach, der doch nicht. Luis! Der ist aber dann geschrumpft. Na, wer weiß? This time. Luis, plötzlich weg. So, wir können eigentlich jetzt auch abwarten und gucken, was passiert. Vielleicht pinkelt sie sich ja nur in die Hose vor Angst. Das will ich allerdings nicht sehen. Tschüss! Das will ich allerdings nicht sehen. Also. Hä? Ja, ich sehe den Punkt nicht. Jetzt. Ich sehe den Punkt echt nicht. Ich werde alt.
Ach Mann. Was denn? Aber. Wir wollen doch die Ashley tot sehen. Ja, später. Ich frage mich, wie lange wir die hat noch. Hat da jemand seine Tage oder warum ist er über Blut? Ashley? Nein, die hat was Süßes an. Vielleicht eine gute Slip-Einlage. Extra saugstark. Always Ultra Night. Das sind die besten. Komm, du Zippe. Los. Beweg deinen Arsch. Wenn du jetzt noch weiter neben mir stehst, ne? Dann musst du dich nicht wundern, dass wenn du irgendwann mal einen Schlag abkriegst. Sind eigentlich keine Schlangen mehr da drin? Die sind random. Okay. Die sind immer irgendwo. Gral. Gral der was? Was stand da? Könige oder Königin. Ah, okay. Wahrscheinlich Königin, weil da vorne ein Mädchen, eine Bronze von einem Mädchen abgebildet worden ist. Ja, nehme ich auch mal. So, hier, die Scheiße haben wir ja hinter uns. Das ist doch keine Tür. Hier ist eine Tür. Das ist doch keine Tür? Nein, die ist nur aufgemalt. Wie die 2D-Bäume. Moment. Geh nochmal zurück. Ach, oder nicht. Lass mal die abmalen. Ach, Menno. Lauf, Schlampe, lauf. Ah, das sind über die Hammer. Ja, Moment. Der Pedo hier will noch mal einen. Willst du noch mal richtig gehabt haben? Ja. Baby, ja. Ich sag ja Popo-Club. Mhm. So, die Diamanten nehmen uns natürlich mit. So eine Frau kostet ja auch. Entschuldigung. Ich koste nicht so viel. Weiß ich ja. Ich bezahle mal alles selber. Und da haben wir auch schon wieder einen Teil für die Maske. Wer von uns beiden weiß, wo schon teurer Hals wäre? Mittlerweile nicht mehr. Ja, aber ich wohl noch günstig. Ja. So, mittlerweile. Ja, wir haben alles. Kann man ja auch so sagen. Manchmal geht's, deswegen hat sie erst ausprobiert. Ja, es gibt so Stellen, da kann man. Ja, da kann man raus. Aber man muss erstmal wissen, wo. Weil da bin ich auch später erst drauf gestoßen. Könnte man jetzt nicht die beiden gerade wieder mitnehmen? Leider nicht. Schade, hätten wir schon verkaufen können. Hätte Fahrradkette. Hier müsste irgendwo wieder eine Schlange kommen, das weiß ich. Aber Schatz, die sind random. Ja, aber die Pole, die sind fast überall gleich. Deswegen meine berühmte Doppelschlitzattacke. Ey, ich hab doch. Oh, kleine Scheiße. Gib mir ein gutes Ei. Egal, pfeife ich mir trotzdem an. Ein. An. Guten Morgen. Ja, wir haben auch schon fast. Neues Haargel, ne? Wir haben auch schon fast 4 Uhr morgens. Lass mich. Ist jetzt schon zu spät? Oh. Ja. Okay. Weil hier kann man, glaube ich, raus. Genau. Hier war das. Ja, sind wir direkt weiter. Ja, habe ich aber auch erstmal zu spät gesehen.
Nur in diesem Durchlauf, in einen anderen. Ja, in den letzten Durchlauf. So. Und das Schöne ist, ja, das werden wir gleich sehen, wenn wir Leon mal seinen Marathon hier beendet hat. So, hier ist noch eine Truhe. Mit noch so einem. Ja, mit noch einer Lampe. Haben wir nicht noch. Ja, ich glaube, wir haben ja noch eine. Und hier das. Kann man schon vorher abschießen, was ich immer jeden rate. Also einfach mal reinsammeln. Hier, eins bitte nachladen. Haben wir genügend. Lade doch. Und kaputt. Was passiert, wenn man nicht vorher abschießt? Das ist so ein Insektennesting. Na, kommen wir solche Insektenviecher raus. Mhm. Und scharf auf die werde ich wirklich nicht. Wahrscheinlich wir alle nicht. Einen Vorteil hat's. Wirst du gleich sehen. Wenn ich mal die... Oh, so, jetzt kann ich mich verklagen. Wirst du gleich sehen. Da sind wir. Dann jede Menge Money. Und da kommt so ein Insekt angeflogen. Und befreit uns erstmal von der nervigen Göre. Yippie. Kannst du behalten. Kannst du behalten. Brauch gar nicht wiederkommen. Na toll, noch mehr. Ja. Einen Vorteil haben die Viecher, wenn sie am Boden sind, sind sie zäh wie sonst was. Aber wenn sie fliegen, gehen die mit einem Schuss platt. Ich sollte mich mal... heilen? Ja. Wäre eine Maßnahme. Blausauge. Nehme ich gleich. Ja, lass doch nicht jetzt weg. Haut ab. Rotes Auge. Grünes Auge, sehr schön. Na toll. Oh cool, den hast du auch getroffen. Ja. War den da hinten, den habe ich aus der Luft geschossen. Mhm. Ich sage, wenn die in der Luft sind, dann sterben die sofort. Ich glaube, das war nur Zufall. Das war kein Zufall, das war geguckt. Ich habe einfach nur mit der Schrotflinte geschossen. Zufall. So, dann kommen wir noch welche? Nein. Gut, das hier können wir einfach abschießen. Und dann geht's auch gleich weiter. So. Boah, jetzt noch den Rest einsammeln. Ja, jetzt geht das große Sammeln erstmal los. Schnell verdientes Geld. Deswegen, das Ding am besten sofort abschießen. Mhm. Durch. Da haben wir aber auch alle Augen und alles für die Lampen beisammen. Ja, endlich. Ich brauche nur ein blaues. Hier wird doch alle blaues liegen. Nein. Du hast doch zwei blaue. Echt? Ich glaube schon, oder? Mal nach. Ja, tatsächlich. Ich bin gut. Und rot kombinieren. Kombinieren. Ist jetzt vollständig? Hm. Ja, der ist vollständig. Fehlt nur noch der andere. Grün hatten wir da drin schon, glaube ich. Kombinieren. Hä? Liegt nicht. Ja, wir haben die Lampen vollständig. Das heißt, wir können die beim nächsten Mal auch verkaufen. So, da kommen wir mal hier rein. So. Und dann können wir uns des Weges fortfahren. Da haben wir schon zumindest zwei schon mal fertig. Ja. Ach, Gott sei Dank. Und die anderen Steine, die kann man glaube ich alle verkaufen. Oder muss man, braucht man die restlichen kann man verkaufen. Ach, wenn man gerade vom Verkaufen spricht. Welcome. I have a new shit for you. Got some rare things on sale. Ich glaube, er hat genug Shit. Ich habe gerade in seine Augen geguckt. Die waren ganz gelb. Ja, Lampen. Ach, guck mal. Schöne Sümmchen. Mhm. 64.000. Ja.
Dann haben wir noch ein rotes Auge. Sechs grüne. Sechs grüne. So kann man den Kontostand auch wieder auffüllen. Hm. Ich freue mich eh, was der Leon dafür kriegt, dass er die Tochter rettet. Normalerweise alles, was er hier... Dankeschön. Ein Dankeschön. Nicht mein Geld oder wahrscheinlich nur ein Arschtritt. Wieso ging das nicht schneller? Ja, guck mal, normalerweise, wenn ich das hier sehe, ne? Mhm. Der macht hier und tut hier, aber kriegt auch so viel Geld hier, von den Dorfbewohnern und Co. Hier findet der Kohle. Ja. Normalerweise könnte er auch sagen, leck mich am Arsch, ich bleib hier. Ich glaube aber eher, dass er den größten Anteil, den er findet, wahrscheinlich wieder seinen Arbeitgeber abgeben muss. Keine Ahnung. Hier kriegst du 5% von deinen Einnahmen, die du geil gefunden hast. So, jetzt haben wir erstmal wieder alles aufgetunt. Die Pistole ist fast voll. Gehen wir zwischenspeichern? Speichern, ja, das machen wir mal. Einfach mal. Sicher ist sicher. Einfach mal, weil wir es können. Wir haben noch ein paar Minuten. 21 Mal schon gespeichert, der leckt mich fett. So, ein paar Kräuter finden wäre mal wieder schön. Da gibt mir die Munition. Alles, was du gratis hast, kannst du gerne mir geben. Der Händler hat nicht sowas wie Medizin oder was, ne? Obwohl, man könnte ja mal gucken, der verkauft doch teilweise mein Erste-Hilfe-Spray. Aber ich habe keine Kohle mehr. Tja. Fällt mir auch jetzt das gerade ein. Naja, egal. Finden bestimmt das genügend. Das können wir wahrscheinlich wieder suchen. Hier sind wir. Okay. Bald haben wir auch die Burg hinter uns. Der Ramon. If you even scratch her, I'll break your bones. See if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Weiter. Nimm sie ruhig mit, nimm sie ruhig mit. Ich will sie eh nicht. Die nervt. Ja. Und nörgelt. Mimi. Tage mimi. Bei der fängt garantiert auch 4 Wochen vorher an. Die ist einfach nur nervtötend, die Frau. Ich bin immer ganz klein, lieb und unschuldig, finde ich. Ja, toll, rotes Kraut. Das will ich aber jetzt nicht. Ich mag das nicht. Naja. Wie gesagt, ich bin immer dann klein, süß und unschuldig. Ja, ich drehe mal den Hebel um. Und du kannst mir sagen, was du willst. Die Animation haben die noch aus dem zweiten Teil, also auf der PS2-Version übernommen. So. Ja, so sah dann noch aus. Sehr, sehr verschwommen. Ja, deswegen. Ich würde sagen, das haben die aus der 2er-Version übernommen. Ich kann also rumpupsen. Ich muss mich erstmal umsetzen hier. Freue mich schon, wenn unser neues Sofa da ist. Oh! Oh, eine Blindschleiche! Eine Blindschleiche? Mit zugenähten Augen. Oh! So eine Blindschleiche. Nummer 9. Verdammt. Hat er nicht gehört? Hat er nicht gehört? Der dreht mir sogar schön den Rücken zu. Schön, du Vollidiot. Hallo. Geht's oder da unten war noch ein grünes Kraut. Ich weiß, aber erstmal will ich den Muschiklaus hier loswerden. Ich möchte nur Bescheid sagen.
dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Muschi Klaus? Ja, oder Spaten Pauli oder whatever. Wolverine für Arme. So viel Kong geguckt, was? Auch. ja. Das sind Blöcke. Aber okay, geradeaus, geh geradeaus, geh geradeaus, geh geradeaus. Der Pickel ist geplatzt. Blech. Was Dick denn? Fett ausgedrückt. Hätte natürlich auch die Glocke nehmen können, aber wer kann, der kann. Ja, da ist wenigstens eine schöne kleine Glocke da heil geblieben. Und er hat uns noch einen Erste-Hilfe-Spring da lassen. Yay. Hey, endlich, endlich mal was Sinnvolles hier. Und noch eine Urne. Eine Vase. Auch hier ist auch eine Glocke. Ich habe da immer nur eine gesehen. Da kann man mal sehen, wie blind ich teilweise bin. Ja, ja, du brauchst eine Brille. Ich bin auch schon alt, lass mich. Mit 28 nennt er sich alt. Ja, kann man machen. Musst du aber nicht. War hier nicht irgendwo auch noch was an der Decke? Nee, ne? Vielleicht da vorne im Abteil? Nee, da hätte ich schon gesehen. Na egal. Hm. Er spielt wahrscheinlich keinen 100% Run. Nee. Leon, guck mal meine Titten. Leon. Oh. Bitte rutscht einmal ab. Bitte. Oh, jetzt kommt wieder so eine Quicktime-Stelle. Geschafft. Aber wir sind auch gleich nicht mehr weit vom nächsten Bosskampf. Und da sehen wir gleich auch schon unseren nächsten Bossgegner. Der Popoliparbe in Rot. Dann sehen wir ihn noch mal ohne seinen hässlichen Umhang. Warum nicht Popoliebhaber in Schwarz? Viel besser. Ja. Wie er zum Teufel ist er jetzt rausgekommen? Hat sich abgeseilt. Ach ja. Ach, reg dich doch nicht so auf. Hast du eh schon genügend graue Haare. Oh. Dem geht's auch nicht mehr so gut. Ja, gib mal her. Ein Krönchen. Und wie wir sehen, fehlt auch was an der Krone. Zwei. Ja, zwei Sachen fehlen da. Zwei runde Diamanten. Lass mal, nehmen wir alles mit, ne? Ja, ja. Nächste Frage. Was macht dieser Verkäufer hier unten? Ich weiß es nicht. Ich sag ja, incestinöse Fun Twins. So, wir speichern einmal. Und dann mein skeptischer Blick auf die Uhr. Und wir sagen mal, bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ein Kommentar, da freue ich mich immer drüber. Der Leon. Der schaut sich nach Fledermäusen um. Ach so. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.